Kaffeeterrasse. Könnten wir uns immer schon noch hinsetzen. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Das letzte Mal mussten wir leider unseren Freund töten, der da hinten liegt, weil er uns angegriffen hat. Er dachte, wir wären der Feind, wir würden unser Dorf verraten, sozusagen, und uns gegen es wenden. Und na, das kleine will anscheinend nicht mehr. Wer tötet schon Bambi? Und oh. Heute könnten wir mal wieder Hinkebeins Kluke suchen, komm. Ja, wenn wir gerade schon da sind. Oh Gott, muss der Wasser in den Schuhen haben. Bei dem Wetter. Oh Gott. Brauche ich Wurfpfeile. Also ich habe Wurfpfeile natürlich, aber die müsste ich mal einsetzen. Um die Dinger zu killen. So. Hoffentlich blüht. Ja, hoffentlich blitzt uns der trifft nicht, ne? Hoffentlich trifft uns der Blitz nicht. So, wo sind sie? Ach, die sind da oben! Hinkebeins Klunker. Okay, dann schauen wir hier nochmal hoch. Wie komme ich denn darauf? Ne, die sind hier irgendwo. Neun Meter? Hä? Ja, die sind irgendwie unter uns. Kann es sein, dass hier dass es hier einen Keller gibt? Können wir hier irgendwie rein? Können wir mit ihr reden? Nein, die können wir nicht retten. Hier kommen wir auch nicht rein. Das ist jetzt ein bisschen strange. Aber wie würde ich denn... Wie das denn? Kann man das jemand erklären? Gibt es hier irgendwo eine Höhle? Ist hier irgendwo eine Höhle? Ja. Scheint nicht so. Oder? Tja, ich sehe da jetzt nichts. Okay, das ist strange, aber okay. Nee, komm, die Hinkebeinsknochen, die sammle ich mal anders. Das machen wir nicht jetzt. Das machen wir nicht jetzt. Aber was wir jetzt machen, ist hier abhauen. So, die haben mich entdeckt, aber ist mir wurscht. Ist mir wurscht. Denn ich gehe straight zur Hauptmission, die da hinten ist. So, was haben wir denn hier drin? Nenn ich da hoch. Da rein. Ah, okay, bloß ein Pferd. Naja. Kann man ja mal schauen. Kann man ja mal nachschauen. So, da hinten ist die Hauptmission. Ja, die Frage ist, wir müssen diese Position halten, solange es nötig ist. Wenn wir den Feind durchlassen, verlieren wir den Boden, den wir uns hier so hart erkämpft haben. Die... Komm noch, mein Freund. Und im rechten Moment, um Zeuge unseres glorreichen Sieges zu werden. Wo ist Charles Lee? Bastard! Er taucht auf mitten in unseren Vorbereitungen und übernimmt die Führung. Schreit alle an, sie sollen vorrücken und verschwindet. Und ich soll wieder alles richten. Wo kommen die denn her? Sagt allen, dass wir uns zurückziehen! Alle mal zu mir! Jetzt! Jetzt! Ich halte das Gebiet, während ihr sie in Sicherheit bringt. Ich gebe euch meine besten Soldaten als persönliche Waffe. Sie würden wirklich alles tun, um euren Sieg zu sichern.
Bonne chance, mon ami. So, na das ist schön, wenn wir das machen. Wie schieße ich denn? Achso, auf A. Das wird sie aufhalten. So. Wir schlagen sie doch noch zurück. Jetzt muss ich wegen diesen dreien da die Kanone abfeuern. Na geil. Na, so. Dann weg. Zirkusreifen. Oh. So. Jetzt ruckt der weg. Ah, wir müssten mal ganz nach rechts. So, jetzt wieder nach links. Komm. Und. Wieder weg. Yes. Komm, 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 komm. Lade nach. Lade nach. Komm. Wenn ich so lange brauchen würde. Und hier. Tschüss. Komm, 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 komm. Nach links, nach links, nach links, nach links, nach links. Tschüss. Perfekter Schuss. Ihr werdet auch weg. Wir schlagen sie doch noch zurück. So. Dann kommen wir nach links. Die links werden auch. Marsch. Man sieht aber auch keine Krater oder sowas, wo die Kanonenkugeln eingeschlagen sind. Also ein bisschen komisch, aber naja. Perfekter Schuss. Ja, perfekter Schuss. Das ist schön. Aufhalten. Jetzt nur noch wieder links. So, ja. Komm, 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 komm. Wir schlagen sie doch noch zurück. Wir haben nur wenig Munition. Der Feind rückt vor, Sir. Dann ziehen wir uns zurück, stoßen zu den anderen und sichern ihren Kopf. Okay, Rückzug. Also, 3 Minuten haben wir. Rückzug! Ah. Nein! Das Pferd! Ich brauch das Pferd! Ach, Scheißdreck! Zurück zu den anderen. Ich erledige das. Ja, dann würde ich auch sagen. Aber komm, jetzt können wir eigentlich wegrennen, oder? Jetzt könnten wir doch eigentlich laufen. Weil jetzt wäre der ja gerettet, der Typ. Los! Ich kann das alleine! Genau so. Mehr brauchen wir ja nicht machen. Mehr brauchen wir eigentlich nicht machen. Wir können das tun, und zwar schnell! Zurück zum Lager! Achtet nicht auf die Rohrdrücke! Geht zu den anderen! Ja, schön. Schön und weiter. Weiter, 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 immer weiter. So, da oben muss ich. Okay, wir hatten doch noch Zeit gehabt. Gut gemacht, mein Freund. Ihr habt heute viele Leben gerettet. Connor,
Charles Lee hat dich verraten. Er erzwang einen Rückzug mitten in der Schlacht, in der Hoffnung, die Niederlage kostet deine Männer das Leben und dich das Kommando. Was? Ich bin sicher, du wirst ein Märchen von ihm hören, dass er in Unterzahl war oder dass es an mir lag. Alles Lügen. Ich sage es dir ein letztes Mal. Dieser Mann ist dein Feind und er wird nicht ruhen, bis du tot oder entehrt bist. Connor könnte recht haben. Lee verhält sich wirklich äußerst merkwürdig auf dem Schlachtfeld. Ich werde diesen Anschuldigungen sofort nachgehen. Die Zeit dafür ist längst vorbei. Wir müssen sehr gründlich sein. Sonst sind wir nicht besser als unser Feind. Mal ganz zu schweigen von den politischen Konsequenzen. Entscheidest du dich, Lee das Leben zu schenken, so werde ich es ihm nehmen. Genieße deinen Sieg, Commander. Es ist der letzte, den ich dir gebe. Böse Vorahnung. Sequenz 10, die Schlacht von Mouthen. Ich hab's nicht mehr lesen können. Das wär's. Volle Synchronisation. Alle drei Nebenmissionen erfüllt. Erinnerung synchronisiert. Sequenz 10 beendet. Es ist was passiert, Desmond. Abstergo hat deinen Dad. Wo? Italien. Da, wo sie auch dich festhielten. Worauf wartet ihr noch? Los! Da ist noch mehr. Hallo nochmal, Mr. Miles. Ich hoffe, Sie sind gut gelaunt. Oder so gut wie möglich, den Umständen entsprechend. Es scheint, wir haben beide etwas, was der andere will. Ich schlage einen Tausch vor. Bringen Sie mir den Apfel und Ihr Vater wird unbeschadet zurückkehren. Lehnen Sie dies ab, kehrt er auch zurück, aber sicherlich nicht ganz so unbeschadet. Ich vermute, Sie möchten diese Möglichkeit doch lieber vermeiden. Ich wusste immer, dass es dazu kommt, nur nicht so bald. Ich frag mich, ob Abstergo überhaupt weiß, was passieren wird. War das schon immer Teil Ihres Plans? Wollen Sie das Ende der Welt? Zuschauen, wie alles verbrennt? Dann hätten Sie Ihre neue Welt, reif für einen Neuanfang. Wir sprachen von einer weiteren Energiequelle. Ihn dazulassen, das wäre in seinem Sinn, unsere Mission zu beenden. Aber ich kann nicht. Es ist schwer genug zu töten, aber jemand sterben lassen? Wenn man weiß, dass man es verhindern kann, keine Chance. Vielleicht riskiere ich mein Leben, all unsere Leben, um ein Arschloch zu retten. Aber was soll ich sonst tun? Das Arschloch ist mein Dad. Ich wusste es. Dein Vater wird in einer der oberen Etagen sein, wo auch du festgehalten wurdest. Hinten in der Halle sind ein paar Aufzüge. Die wissen, dass ich hier bin. Die wissen Bescheid. Das war eine schlechte Idee. Okay. Jetzt ist es schon zu spät. Jetzt wurde bereits Alarm geschlagen. Aber wo müssen wir hin? Also, wir müssen nach oben. Aber ich kann nicht laufen. Na gut, laufen würde wahrscheinlich auch zu viel. Ihre Waffen bitte, dann kommen Sie mit mir, Sir. Ich bin selbst da rein. Vielen Dank. Es muss doch nicht hässlich werden, Mr. Miles. Lassen Sie mich durch. Bändigen Sie das Objekt bitte. Ja, genau so. Ah, der kommt weg. Na komm, tschüss. Und weiter. Wir müssen hoch. Oh. Hoppala. Das war irgendwie nicht so der richtige Weg, wa? Oder? Müssen wir den hoch?
unten jetzt nicht durch. Müssen wir aber da hochklettern müssen wir nicht? Das glaube ich nicht. Nee, das wäre ein bisschen zu blöd, wenn wir da jedes Mal wenn man da jedes Mal hochklettern müsste, aber da ist es. Wo ist mein Vater? Sie werden ihn bald sehen. Jetzt seien Sie brav und warten Sie auf die Signale. Du musst den Rest des Weges klettern. Ja, ich hab's gerade auch gedacht. Da ist doch eigentlich immer eine Luke. Schickt jemanden rein. Was wollen die jetzt hier drin machen? Wollen die mich runterschießen oder was? Ah, rüber. Wir müssen ihn finden! Links. Er kann nicht weit sein. Wo ist er? Tschüss. Ah, der war auch drunten und. Genau. So schaut's aus. Wow, selbst nicht darunter fallen, was man tut. Schon gut. Ich aber. Wie, er aber? Woher weiß er das? Ja gut, da ist bloß ein Ding offen. Aber trotzdem. Der könnte ja auch woanders sein. Wir werden wahrscheinlich den Weg zu seinem Dad nicht gerade so offen haben. Alter, der ist mit Moves drauf, ey. Die haben da Bäume herin. Oh. Okay, das wäre der erste. Das ist der zweite. Und der dritte der Geschichte. Kaffeeterrasse. Könnten wir uns immer schon noch hinsetzen. Alter, der hat eine Schusswaffe. Ah, und es kommen weitere. Okay, der mit der Knarre wäre schon mal erledigt. Der hier auch. Und jetzt kommt noch der letzte dran. Okay, Desmond kann einiges. Man hat einiges von Connor gelernt. Ist hier irgendwas? Nein, hier ist nichts. Das ist dieses. Das ist ein Templerkreuz, wa? Hallo. Gib mir den Apfel. Zieh es nicht in die Länge. Du kannst nirgendwo hin. Und ich habe eine Pistole. Apropos. Wir sind im 21. Jahrhundert und du läufst immer noch mit so einem winzigen Messer herum? Das ist dumm. Okay, Desmond. Game over. Nicht jetzt! Nicht jetzt! Es gibt noch mehr zu tun! Nein! Hau ab! Was zum Teufel war das? Was zum Teufel geht da unten vor? Oh, scheiß drauf, scheiß auf die Wachen. Der Typ muss gekillt werden. Na gut, dann halt erst die Wachen. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Da hin, da lang ist er aber nicht. Ist er das? Hau ab! Hau ab! Hau ab!
Scheiße, wie tief gehst du da runter? Ist genug, Mr. Mann. Ich habe sie im Geist der Zusammenarbeit eingeladen. Aber sie dachten mir meine Gastfreundschaft nur mit Gewalt. Ich hoffte, wir könnten sie schon und ihre Erinnerungen weiter studieren. Aber sie sind den Ärger nicht wenig. Ah, vorbei. Schön, schön, alles schön. Wo muss ich hin? Nein, noch nicht so runter. Boah, fuck it. Ja, hoch, 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 hoch. Wo muss ich hin? Wo ist dieser Typ? Hat irgendjemand einen Plan, was ich machen muss? Muss ich die Typen killen? Legen wir die einfach als alle nach der Reihe um. So. Nein. Genau, so. Aber wo muss ich hin? Hier hin? Stargo-Logo nicht. Ist einer der Ausgänge hier? Auch nicht. Da ist zu. Da ist zu. Ich muss wahrscheinlich den Typen suchen. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Und so manch einer erinnert sich vielleicht noch an das hier. An der Anfang von Assassin's Creed 2 war das. Da waren wir hier drin. Da vorne ist er. Da vorne ist er. Hat aber lang gebraucht, hey. Wow, scheiße. Müssen wir ihn fangen, oder was? Wo ist Billy? Billy's Büro liegt vor dir. Sie haben ihn ermordet. Hendrill war nie ein Sohn. Ja, wie ein Sohn. Wir wollen der Welt helfen. Sie vor sich selbst retten. Aber sie stehen in meinem Weg. Alle Arbeit ruiniert. Sind Fanatik. Ihr alle. Sie bilden von ihr noch ein. Wir werden die Bösen. Dass unser Werk falsch ist. Aber wir bereichern das Leben. Wir retten, verbessern es. Aber ihr. Ihr macht immer alles kaputt. Nee, was euch nicht gefährdet! Ah, boah, der hat zum Glück daneben geschossen. Ich weiß nicht, ob man hier ein menschliches Schutzschild nehmen kann. Ah, schön in dem Moment geduckt, als er geschossen hat.
Oh, ich weiß nicht, wie viel Lebensenergie ich habe. Ja, schön. Aber eigentlich einmal durchs Hirn hätte schon gereicht, theoretisch. So, da kommen die nächsten. Na, komm. So, das sollte reichen und bei dem sollte... was, der ist noch nicht tot? Sie lässt mich rein. Wo rein? Da ist Widdick. Und Widdick machen wir in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.